sind heute deswegen bei der Betriebsrätekonferenz, weil es große Probleme gibt beim Fachverband FMWI, dass dort anständig gescheit verhandelt wird und dass man halt selbstverständlich ist, dass alle Fachverbände da zusammenkommen, damit wir sie miteinander absprechen, wie wir weiter tun. Es geht darum, dass die Kollektivvertragsverhandlungen im Bereich der Metallindustrie stocken. Es gibt seitens der Dienstgeber kein Angebot, das man auch Angebot nennen kann. Die entscheidende Verhandlungsrunde ist natürlich die Verhandlungsrunde mit dem Fachverband Maschinen- und Metallwarenindustrie, also dem FMMI. Und ist auch der größte Verband mit 120.000 Beschäftigten von etwa 160.000. Ich glaube, es ist wichtig, die Kolleginnen und Kollegen darauf hinzuweisen, um was das geht. Es geht nicht nur um einen Prozentsatz diesmal, sondern es geht einfach um das, die Schutzschild der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sprich den gemeinsamen Kollektivvertrag, den aufzuweichen. Ich möchte sogar fast sagen, einer geht es darum, das aufzulösen. Weil der nächste Schritt, das was die FMMI, und über das haben wir uns heute überwiegend unterhalten, denen einer Strategie ist klar, sie wollen alleine verhandeln. Wahrscheinlich nächstes Jahr wollen sie dann die Metallwaren und den Maschinenbau nur mehr zerteilen. Und sie haben auch klar definiert, was ihr Ziel ist. Es soll keine Kollektivverträge mehr geben, sondern es soll alles auf Betriebsebene das verhandelt werden. Und dann ist der Kollektivvertrag weg und da geht es um die Schwächung der Gewerkschaften, der Betriebsräte und der Interessensvertretungen. Das Ziel der Gewerkschaften ist eben, diesen einheitlichen Kollektivvertrag zu erhalten für die Metallindustrie und für Gaswärme. Wenn die Dienstgeber glauben, das nicht mehr zu wollen, wir haben schon zweimal bewiesen, dass wir es können, dass es am Ende des Tages einen gemeinsamen Kollektivvertrag gibt und das ist auch weiterhin unser erklärtes Ziel. Wir waren immer richtungsweisend die Metaller, weil wir die Ersten sind, die die Richtschnur gelegt haben für die anderen. Es geht da nicht nur um uns, sondern um alle Beschäftigten in Österreich. Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte, um die Kolleginnen und Kollegen zu sagen, gerade im Bereich FMMI, der sehr stark dominiert ist aus Sicht der Familienbetriebe, und tut anscheinend wirklich das so vorherrscht, ich bin der Chef, ich sitze oben, du bist derjenige, der unten ist, ja, du bist der, der was zum Hakeln hat. Und das ist typisch eine Auf-die-Knie-Strategie, ihr habt keine Rechten, ihr habt nur Pflichten und das ist alles Gnade, wenn ich euch was gebe. Ja. Und dafür habt ihr zum Dankeschön zu. Und das war's dann. Und ich glaube, das kann man sich nicht gefallen lassen. Und was wären die Forderungen der Gewerkschaft? Eine ordentliche Lohn- und Gehaltserhöhung. Es gibt mittlerweile, denke ich mir, auch in der Richtung rahmenrechtliche Forderungen, die halt auch eine Verbesserung, insbesondere bei den Angestellten, bei den Reisekosten, bei den Dienstreiseabrechnungen Platz greifen lassen sollen. Ja, wir wollen 100 Euro monatlich für jeden Arbeiter, für jeden Angestellte, Arbeiterin, Angestellte. Wir wollen kürzere Arbeitszeit bei belasteten Arbeitszeitformen, mit Verbesserungen bei der Karenz und Verbesserungen der Abgeltung bei Dienstreisen. Vereinbart ist jetzt, dass noch heute Morgen Betriebsratssitzungen stattfinden und die Beschlüsse gefasst werden, dass unmittelbar nach dem nächsten Verhandlungstermin FMMI Betriebsversammlungen einberufen werden. Das ist einstimmig beschlossen worden, übrigens auch in anderen Regionen. Vom Bauch muss man sich miteinander absprechen, wie können wir Druckerin bis hin zur Kampfmaßnahme. Wenn es keine Einigung gibt, dann wird das stattfinden, wenn es Ungerechtigkeit gibt, was in der Gewerkschaftsbewegung legitim ist, nämlich dann wird es einen Arbeitskampf geben. Punkt. Ja, ich denke, man wird es da gemeinsam schaffen, wenn alle am selben Ende vom selben Strick ziehen, dann werden wir auch einen ordentlichen Kollektivvertrag zustande bringen und für die Kolleginnen und Kollegen einen ordentlichen Abschluss präsentieren können. Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren.